Chor und die Sintflut. Chor, treuer Anhänger der Kokosnuss, hatte mal wieder nichts zu tun, sodass er sich aus lauter Langeweile den Wetterbericht im Fernseher ansah. Dort hörte er, dass in der nächsten Zeit mit einer sehr großen Hitzeperiode zu rechnen sei. Chor, der Wetterberichten grundsätzlich misstrauisch gegenüberstand und den Wettervorhersagen nicht traute, beriet sich mit seinen Söhnen, was zu tun sei, denn sein Gefühl sagte ihm, es werde mit sehr heftigen Regenfällen zu rechnen sein. Sie kamen zu dem Schluss, sicher ist sicher. So entschlossen sie sich, eine Kloake zu bauen. Da aber niemand von ihnen jemals so ein Projekt durchgeführt und Chor sich mit Bauplänen schon des Öfteren überworfen hatte, wurde man sich schnell einig, jemanden für den Bau einzustellen. Einer sagte, er habe von einem sagenhaften Schiffsbauer und Kapitän, welcher sich hervorragend auf den Bau von Archen jeglicher Art verstünde, gehört. So wurde Coco van Drüdy, der Schiffsbauer, kurzerhand verpflichtet, die Arche zu bauen. Der Arbeitsvertrag wurde schnell nach dem geltenden Tarifvertrag geschlossen. Rüdy sollte den Bau leiten, Arbeitsmaterial und Personal besorgen. Freie Kost während der Arbeit, Löhne und Gehälter nach der Sintflut. Außerdem werde ihm einer der begehrten Plätze auf der Kloake kostenfrei zugesichert. Gleich zu Anfang bekam Chor Schwierigkeiten mit seinen Verwandten, die meinten, eine Kloake? Bei der zu erwartenden Hitzewelle? Ihm sei wohl eine Sicherung durchgeknallt oder die Hitzewelle hätte ihn jetzt schon erreicht. Er habe einen Sonnenstich. Kurz gesagt, sie wollten ihn entmündigen lassen. Zu Koas Glück waren zurzeit alle in Frage kommenden Anstalten schon belegt, sodass die Entmündigungssache erst einmal vertagt wurde. Der Bau der Kloake ging dank Rüdys fachgerechter Leitung zügig von dannen. Nachdem die Tierpaare heimlich des Nachts eingeladen worden sind, wurde die Aufstiegsrampe abgebaut, um ein zu viel an Bewerbern zuvorzukommen. Als die ersten Regentropfen fielen, stand eine riesige Menschenmenge bei der Kloake, um mitgenommen zu werden. Wahrscheinlich war in den öffentlichen Netzwerken zu einer Kloakenparty aufgerufen worden. Die Enttäuschung war daher sehr groß, als Chor behauptete, er wisse nichts von einer Party und er könne auch niemanden mitnehmen. Zuvor hatte er sich bei der Kokosnuss einen Haftungsausschluss bescheinigen lassen. Kapitän Rüdy, der so sehr damit beschäftigt war, seine für ihn unerreichbare Kokosnuss doch noch zu bekommen, verpasste dadurch leider die Kloake und so fuhr sie ohne Rüdy dahin. Wie lange? Steht nicht in den Aufzeichnungen.